Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, besser spät als nie, sage ich einfach mal, ne? Ja, mein Crawl Media Book kam dann doch ein paar Tage später als ja, zu den meisten anderen. Ich glaube auch nur ein, zwei Tage. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich habe gesehen, der Einzige, der hier so ein Crawl-Unboxing gemacht hat, war Sinne Manuel. Ja. Erstmal liebe Grüße an den Manuel und er hatte ja das wattierte Mediabook gezeigt. Und dann dachte ich mir, komm, das Ganze kennt anscheinend noch niemand im unwattierten Mediabook. Zumindest wurde das Ganze im unwattierten Mediabook noch nicht gezeigt auf YouTube. Meiner Erkenntnis jetzt von meinen YouTube-Kollegen, mit denen ich Kontakt habe. Und deshalb dachte ich mir, zeige ich euch mal das ganze Crawl-Mediabook im unwattierten. Genau, ja, ich habe mich hier für das Kinoplakat entschieden und deshalb zeige ich euch gleich einfach mal, warum überhaupt. Ja, als allererstes packen wir uns das ganze Ding hier mal aus. Ja, die Dinger sind natürlich auch schon überall ausverkauft und die Preise steigen in die Höhe. Ja, hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Crawl jetzt wirklich so beliebt ist. Aber die ganzen Mediabooks gehen dann doch schon deutlich über den Release-Preis. Ja, das Ganze hier hat mich 35 € gekostet und für 35 € nehme ich das Ganze auch mit. Aber ich würde es nicht für 60 € mitnehmen. Für ja, und dafür gehen halt einige Mediabooks jetzt schon weg von Crawl. Vor allem das 111er Cover habe ich einmal gesehen, ging für 70 € weg und wurde da ersteigert. Ja, das hier ist aber das Kinoplakat mit einer Auflage von 222 Stück. Ja, und Crawl ist ein Film, wo es um eine Frau geht, die ihren Vater sucht und ja, dann von einer Flut überrascht wird. Und in dieser Flut, wie ihr hier schon seht, sind dann doch einige Krokodile. Ja, das ist so der Grundgedanke von Crawl und ich persönlich fand diesen Film wirklich extrem gut. Ja, und deshalb hatte ich mich dann auch dazu entschieden, hier ein Mediabook zu kaufen. Wie gesagt, das ganze Cover zeige ich euch jetzt einfach nochmal. Ich habe es jetzt gerade einfach mal kurz hier drüber gehalten. Aber hier haben wir einmal die Hauptdarstellerin und der Schriftzug hier von Crawl ist, sagen wir mal, ein bisschen geprägt mit besonderem Lack. Das ganze Mediabook hier ist in matt gehalten und das hier unten sieht einfach nur wirklich extrem geil aus. Also muss ich schon sagen, mir gefällt dieses Artwork sehr gut und ja, ist natürlich auch schön, dass es wirklich das normale Kinoplakat ist. Ja, dann haben wir hier unten leider die Limited Edition stehen und Blu-ray-Logo und DVD-Logo und so. Das macht das ganze Artwork ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Dennoch will Infinity Pictures das Ganze jetzt ändern und hat auch schon eine Veröffentlichung zu Piranha gezeigt. Denn Piranha kommt im Mediabook raus von Infinity Pictures, zumindest der erste Teil, soweit ich weiß. Und dort werden hier diese Zeichen nicht mehr drauf sein oder diese Limited Edition steht dann auch nicht mehr drauf. Genau, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal hier bei dem Artwork und jetzt zeige ich euch mal, warum ich dieses Artwork ausgewählt habe. Und zwar habe ich dieses schöne Mediabook von Lake Placid, das lege ich jetzt hier einfach mal so daneben. Und dann ist hier natürlich auch noch Platz für dieses schöne Mediabook von Blackwater. Ja, und das Ganze sieht einfach nur extrem geil aus, muss ich sagen. Wenn ich mir das hier einfach so angucke, für mich auf jeden Fall bei weitem der beste Film ist dann nochmal hier Lake Placid. Dann würde aber schon Crawl kommen und dann im Anschluss Blackwater. Aber ich mag alle drei Filme, also beziehungsweise ich liebe alle drei Filme eigentlich. Und diese drei Artworks passen einfach extrem geil zueinander und deshalb hatte ich mich hier fürs Kinoplakat entschieden, weil ich wusste, das wird doch einfach nur geil aussehen, wenn die nebeneinander liegen. Ja, aber heute geht es nicht um Blackwater oder auch nicht um Lake Placid. Die lege ich dann mal hier zur Seite. Sondern hier um Crawl. Und dann gucken wir uns jetzt als allernächstes mal einfach den Spine an. Und dann haben wir hier oben noch ein Bild mit dem Crawl-Schriftzug und dem Infinity Pictures-Logo. Und dann schauen wir uns mal hier die Rückseite an. Da haben wir dann hier das Schild, was auf dem Cover C drauf ist. Auf dem 111er Cover und hier ist dann für alle, die diesen Film hier noch nicht kennen, die Inhaltsangabe. Ja, aber ich denke mal, einigen Zuschauern hier von diesem Video sollte der Film auch ein Begriff sein. Also die meisten werden ihn kennen, da er ja doch relativ gehypt wurde und sehr bekannt wurde, der Film.
Und dann haben wir hier die technischen Daten, dann noch hier die paar Schauspieler stehen und natürlich auch die Produzenten. Directed by Alexandre Aja, wie ihr hier seht. Sehr, sehr cool. Der ist natürlich uns allen ein Begriff. Und ja, wie gesagt, hier sind die technischen Daten. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hier wird Dolby Digital und auf der Blu-ray. Und hier mit der limitierten Auflage von 222. Ich habe hier die 212. Ja, der ganze Film ist ab FSK 16 freigegeben und wie ich schon sagte, von Infinity Pictures erschienen. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ich denke mal, von innen wird das relativ identisch sein mit dem wattierten. Wahrscheinlich sogar sehr identisch. Aber schauen wir einfach mal. Ja, da haben wir dann auf jeden Fall hier die Disc. Das ist dann hier die Blu-ray mit dem Ralf Krause Artwork drauf und dem Cover A, welches auf 333 limitiert ist. Wie gesagt, dieses Cover, was hier auf der Disc ist, gibt es dann auch noch als Mediabook. Und dann blättern wir direkt mal einfach weiter also zur DVD. Und die ganze DVD sieht hier so aus, ist auch neu gelabelt worden, hier von Infinity Pictures in Zusammenarbeit mit Paramount. Und dieses Artwork gibt es nicht auf einem Mediabook, beziehungsweise es gibt dieses Schild auf einem Mediabook auf dem Cover C, das könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Im Internet und ja, falls ihr dann noch ein Exemplar bekommen solltet, seid froh, weil wie gesagt, die sind überall eigentlich ausverkauft. Ja, dann gehen wir mal eben auf den Backprint ein. Da haben wir dann hier unsere Hauptdarstellerin mit ihrem besagten Vater, der dann hier ist. Spiegelt ein bisschen, aber ich denke mal, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Ist jetzt ist jetzt nicht so cool wie, sage ich mal, bei Nameless Mediabooks. Und zwar, dass das Artwork von hier hinten, hinter dem Trail, rüber auf das Booklet geht. Genauso wie hier von dem Booklet rüber auf den, also auf den, auf die Rückseite vom Trail. Und das ist ein bisschen veraltet, finde ich, weil mittlerweile machen das ja auch nicht nur Nameless, sondern das macht auch zum Beispiel Birnblatt so. Dennoch ist das Ganze hier wirklich schick geworden. Es ist scharf und vom Booklet her muss ich sagen, gefällt mir diese Vorderseite auch. Das hier ist das mattierte Cover. Leider natürlich nicht mit der Prägung, mit der Krokodilhaut. Das findet ihr dann nur auf dem Mediabook. Und dann haben wir hier noch einmal das Kinoplakat. Nur halt ohne Schriftzug. Sieht auch wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Genau, dann tue ich mal hier die Blu-ray wieder rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf das Booklet ein. Selbstverständlich. Da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wer das Ganze geschrieben hat. Ich tippe mal auf Nando Rona oder ja, ich tippe jetzt einfach mal auf Nando Rona. Der schreibt öfters mal für Infinity Pictures, aber ich sehe gerade, der ganze Text ist von Mike Blankenburg. Ja, see you later, Alligator. Das ganze Mediabook hat auf jeden Fall ziemlich viel Text, was ich ziemlich gut finde. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so wirklich der Mike Blankenburg-Fan, aber vielleicht überzeugt mich ja dieses Mediabook dann etwas mehr. Ja, hier haben wir zum Beispiel auch einmal Kapitel 2 Horror mit Biss. Und dann werden hier einige Horrorfilme mit Krokodilen, sage ich mal, aufgezählt. Hier zum Beispiel auch Rogue. Rogue kann ich jedem empfehlen. Hat bisher in Deutschland leider nur einen DVD-Release, aber dieser Film hat es in sich und der Film ist mindestens genauso gut wie Crawl. Wenn nicht sogar wirklich sagen, würde ich sogar wirklich sagen, besser. Ja, Rogue ist wirklich sehr, sehr geil und da wartet auch wirklich eine große Fangemeinde noch auf die Blu-ray-Auswertung. Ja, mal sehen, wann die kommt. Ja, dann ist hier der besagte Blackwater nochmal angesprochen worden, den ich hier auch gerade im Mediabook nochmal gezeigt habe. Und einige andere Filme noch. Haben wir hier ein Artwork von unseren Hauptdarstellern. Kapitel 3, Crawl, Keller, Kammerspiel mit Krokodil. Wirklich viel Text. Ist man eigentlich nicht so gewohnt von Mike Blankenburg, dass hier so viel Text in der Mediabook ist. Aber ja, hier schon. Finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich darauf, das Ganze hier zu lesen. Ist doch wirklich ordentlich Text. Zugeschnappt, das letzte Wort, ja. Wird nochmal einmal auf den ganzen Film
eingegangen. Und hier unten steht dann nochmal was zu unserem Booklet-Autor Mike Blankenburg. Ja, das war das ganze Mediabook zu Crawl, was ich hier in der Cover-B-Variante habe. Und ich muss einfach als Endfazit sagen, das Ganze gefällt mir extrem gut und ich bin sehr froh, dass ich das ganze Mediabook hier gekauft habe. Natürlich hätte es auch die Amaray getan für 6 € oder was die kostet, aber nee, das ist einfach ein Film, den ich mag. Der gehört einfach für mich im Mediabook in die Sammlung. Kann aber jeder selbst entscheiden. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und aber auch ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.